Was zeigen Sie uns heute? Ja, wir sind heute an unserer kleinsten und kompaktesten Multitasking-Maschine, Multus B250, in Verbindung mit unserer Amroid-Automatisierung. Was ist das Besondere an dieser Kombination? Unsere Multus B250 ist bereits als Paketmaschine sehr flexibel. Das heißt, wir können hier 40 Werkzeuge bevorraten eingerichtet, ist für Kleinserien, Einzelteilfertigung hervorragend geeignet, da die Werkzeuge vorbereitet im Magazin sind. Und eben für die Einzelteile, man kann hier die Einzelteilbeladung tagsüber realisieren und kann dann zum Beispiel in der Nachtschicht eine automatisierte Serie noch mannlos laufen lassen. Wie kann man manuelle Beladung und Automatisierung vereinen? Ist es nicht so, dass ein Robotersystem die Zugänglichkeit der Maschine erheblich einschränkt? Da haben wir eine gute Lösung gefunden. Wir haben zum einen unser Teilemagazin auf Rollen gesetzt und wenn wir das nicht brauchen, schieben wir es einfach zur Seite. Und zum anderen ist unser Roboterarm, unser Amroid, hier oben über der Spindel weggefaltet. Das heißt, wenn ich dieses Amroid-System nicht nutze, habe ich die gleiche Zugänglichkeit zur Maschine wie mit einer Maschine ohne Automatisierungssystem. Es gibt ja bereits eine Fülle an Automatisierungssystemen auf dem Markt. Was ist der Grund für Okuma, hier ein weiteres System anzubieten? Hierfür gibt es einige gute Gründe, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Das eine ist, wir haben das System komplett in unsere OSP-Steuerung integriert. Das heißt, der Bediener bleibt permanent in der Okuma-Welt, in seiner gewohnten Bedienumgebung. Zum anderen haben wir auf der Steuerung sowieso im Standard unser Kollisionsvermeidungssystem CAS. Und auch das System oder auch das Robotersystem ist im CAS integriert. Das heißt, wenn wir das Robotersystem teachen, teachen wir einen Zielpunkt und den Weg sucht das System in der bekannten Maschinenumgebung kollisionsfrei zum Zielpunkt. Ist der Roboterarm nicht sehr anfällig, wenn es um Kühlmitteleinflüsse und Späneflug im Maschinenraum geht? Nein, der Roboterarm ist nach IP67 geschützt. Zum anderen, da er im Arbeitsraum ist, hat er sogar noch einige Vorteile. Wir können hier Zusatzfunktionen nutzen. Das heißt, das eine ist unser Arm zum Be- und Entladen sowie zum Wenden von Bauteilen für die zweite Seite. Das zweite ist eine Kühl- und Sprühdüse und diese kann eben dafür benutzt werden, Späne fernzuhalten oder wegzuspülen und die Kühlung zu verbessern. Das heißt, die Spüldüse kann parallel zum Werkzeug am oberen Revolver fahren. Und das dritte ist, wir haben hier als zusätzliches Werkzeug eine Stützrolle, zum Beispiel für lange Wellen, die sehr anfällig sind für Vibrationen bei der Bearbeitung. Die können wir abstützen und Vibrationen so unterdrücken. Diese Maschine ist mit einem Reitstock ausgerüstet und gezeigt wie ein klassisches Futterteil. Wie passt das zusammen? Eigentlich sehr gut. Das ist ein Vorteil der Flexibilität mit dem Amroid. Das heißt, wir können manuell als auch automatisiert Wellenteile bearbeiten. Die können wir mit dem Amroid auch umdrehen für die zweite Seite. Und das Gleiche machen wir mit Futterteilen. Das heißt, wir bearbeiten die erste Seite, nehmen das Teil mit dem Amroid und spannen um für die zweite Seite. Dies hat aber den Nachteil, dass die C-Achsenorientierung unter Umständen nicht so genau ist. Wie bei der direkten Übergabe von der linken in die rechte Spindel, richtig? Das ist richtig, die Genauigkeiten sind ein bisschen geringer. Aber um das sicherzustellen, könnten wir jetzt zum einen einen Messtaster zum Beispiel einsetzen und den C-Achsen-Nullpunkt neu suchen. Hier in der Maschine haben wir unser C-Axis Torx-Kip im Einsatz. Für C-Axis Torx-Kip benutzen wir ein selbstgemachtes Werkzeug mit einer Kugel. Mit dieser Kugel tasten wir am Bauteil an und unser Servosystem kann die Lastaufnahme erkennen und kann so die Position der C-Achse neu setzen und wir können so automatisch den C-Achsen-Nullpunkt neu generieren. Hat die Maschine weitere Besonderheiten? Ja, zum einen haben wir hier unsere OSP-Suite auf der Steuerung, die beinhaltet viele kleine Helfer-Apps, die dem Bediener das Leben leichter machen. Hier können wir zum Beispiel Schnittdatenrechner haben, Notizdaten, Wartungsanleitungen und viele andere Sachen, die dem Bediener weiterhelfen. Zum anderen sind unsere Maschinen hier auf dem Messestand mit unserem Connect-Plan verbunden. Dies ist ein System zur Fertigungsüberwachung. Das heißt, wir haben hier Monitore, wo wir sehen können, was ist der Zustand von der Maschine, was wird gerade produziert. Zeigen wir hier live, wird auch bei Kunden aktiv eingesetzt. Was zu nennen wäre an unseren Multitasking-Maschinen, sind unsere intelligenten Technologien im Standard, Thermo-Friendly Concept, Collision Avoidance System und Servo-Navi. Und da wir als Okuma Single-Source-Hersteller sind, das bedeutet, wir bauen
alles aus einer Hand. Das heißt, wir machen die Maschine, wir stellen die Steuerung her und machen die Software dafür. Das heißt, wir können viele Lösungen für unsere Kunden realisieren, um deren Fertigung besser voranzutreiben und zu optimieren. Herzlichen Dank für die Informationen.